Hallo, dieses Video ist der zweite Teil von meinem FlashForge Finder Review. In diesem Teil rede ich über FlashPrint, den Slicer von FlashForge. Wenn ihr den ersten Teil sehen wollt, hier ist der Link. Am Ende des Videos erhaltet ihr nochmal ein Fazit zum FlashForge Finder inklusive FlashPrint. Viel Spaß beim Video. Der einzige Slicer, der mit dem FlashForge Finder funktioniert, ist die firmeneigene Software FlashPrint, die ihr kostenlos auf der FlashForge Homepage runterladen könnt. Die im oberen Rand des Bildschirms beim FlashPrint seht ihr drei Buttons: Laden, Support und Drucken. Unter Laden wird ein Modell von eurem Computer auf das Programm hochgeladen. In meinem Fall hier ein Benchy. Bei dem Benchy kann es vorkommen, oder auch bei anderen Modellen, dass das Modell repariert werden muss. Einfach auf Reparieren klicken und die Sache ist erledigt. Anschließend könnt ihr euch das Modell in 3D angucken, ob irgendwelche Fehlstellen vorhanden sind. Danach könnt ihr über die Buttons an der linken Seite das Modell entweder bewegen, drehen, jeweils in 90er Schritten, oder über eine eingegebene Gradzahl von euch eskalieren und schneiden. Der größte Unterschied zu Cura ist, dass ihr das Modell im Slicer schneiden könnt. Ihr könnt einstellen, ob ihr es über zu verschiedenen Achsen parallel schneiden wollt oder über eine Mauseingabe, indem ihr eine Linie durch das Modell zieht, wie ihr es hier sehen könnt. Dann könnt ihr zurück zur Ansicht gehen und euch das Modell wieder angucken. Beim Bewegen könnt ihr das Modell entweder über eingegebene Zahlen oder halt per Maus auf der Plattform bewegen. Der größte Unterschied zu Cura ist, dass ihr hierbei die Support-Einstellungen ändern könnt. Bei Cura kann lediglich die Struktur der einzelnen Supports geändert werden und der Winkel, ab dem Supports generiert werden sollen. Bei FlashPrint könnt ihr zwischen Baum- und Linearstruktur wählen. Baumstruktur eignet sich vor allem für Figuren, die zum Beispiel beim Kinn eine Abstützung benötigen oder ähnliches. Alternativ könnt ihr aber auch die Linearstruktur nehmen, die ähnlich wie bei Cura gerade Strukturen erzeugt, die ihr hier seht. Ein Vorteil von FlashPrint ist jedoch, dass ihr diese Strukturen auch ändern könnt. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, dass an bestimmten Stellen keine Supports nötig sind und der Drucker es auch so schafft, könnt ihr Supports entfernen oder an Stellen, an denen er keine erzeugt hat, könnt ihr welche hinzufügen. Was euch viel mehr Flexibilität bei dem Erstellen des Supports gibt. Cura hat diese Einstellung bis jetzt noch nicht, aber vielleicht wird sie in Zukunft hinzugefügt. Anschließend klickt ihr auf den dritten Button oben, das ist Drucken. Da könnt ihr einmal zwischen den Standardeinstellungen wählen, niedrig, normal und hoch, die die Druckgeschwindigkeit beeinflussen und einmal welches Material ihr drucken wollt. Ihr könnt PLA und TPU drucken. Änderungen zwischen hoch, niedrig und normal ändern bei TPU nichts an der Geschwindigkeit, die müsstet ihr manuell ändern. Zusätzlich könnt ihr natürlich die Anzahl der Deckschichten und die verschiedenen Füllmuster wählen, wobei ich das Wabenmuster eindeutig bevorzuge zwischen den drei hier angebotenen. Restlichen Einstellungen können eigentlich weitestgehend so belassen werden. Gut zu erwähnen ist noch, dass der Slicer über eine eigene Bridging-Einstellung verfügt. Anschließend, wenn ihr mit den Einstellungen soweit zufrieden seid, könnt ihr auf OK klicken oder ihr könnt halt auch mit der Maus über die einzelnen Einstellungen fahren, um eine genauere Erklärung zu erhalten. Anschließend klickt ihr auf OK, speichert eure Datei ab und dann wird das Modell erst gesliced. Das ist ein Nachteil von FlashPrint, denn Änderungen an den Einstellungen werden nicht direkt berechnet auf eine Änderung der Druckzeit. Das heißt, ihr seht erst, wie lang der Druck ist, wenn ihr auf Drucken und Speichern geklickt habt. Jetzt könnt ihr auch erst die einzelnen Schichten des Drucks euch angucken. Das heißt, ihr könnt nicht zwischendrin gucken, ob innen drin ein Support ist, den ihr ändern wollt. Nein, das könnt ihr nur jetzt zum Schluss. Anschließend könnt ihr über Gewichtsschätzung auch sehen, wie viel Gramm Filament für den Druck benötigt wird. Alles in allem ist es ein gutes Programm. Es sollte jedoch bedacht werden, dass Cura, also der gängigste Slicer im Moment, für meinen Geschmack etwas besser ist, da Änderungen der Einstellungen direkt auf die Druckzeit berechnet werden können.
Vorteil von FlashPrint ist, dass ein Titelbild erzeugt wird, welches ihr auch im Drucker sehen könnt. Somit ist FlashPrint ein gutes Programm, jedoch müsst ihr bedenken, dass, falls ihr mehr Hilfe braucht, sich wahrscheinlich weniger Leute mit FlashPrint auskennen, als sich mit Cura auskennen. Wer jedoch immer die Standardeinstellung bei Cura benutzt, kann auch genauso hier die Standardeinstellung benutzen, ohne große Änderungen vorzunehmen und wird auf keine größeren Probleme stoßen. Abschließend lässt sich sagen, dass es sich bei dem FlashForge Finder um einen guten, durchdachten Drucker handelt, der, wenn ihr ihn gebraucht erwerbt oder halt als original verpackte Neuware, ihr mit einem Preis von 300 Euro rechnen könnt. Für den Neupreis finde ich ihn etwas teuer, da 450 Euro für einen Drucker mit einem Bauvolumen von nur 14x14x14 cm ohne Heizbett doch relativ teuer sind und es da vergleichbare Modelle gibt, die etwas weniger kosten. Jedoch ist positiv anzumerken, dass er über eine Wi-Fi-Steuerung verfügt, die integriert ist und ihr nicht zusätzlich ein Raspberry Pi 3 oder Zero anschließen müsst mit Octoprint, sondern direkt über die integrierte Wi-Fi-Steuerung drucken könnt. Leider ist keine Kamera integriert, um den gleichen Umfang wie Octoprint zu haben. Hier könnt ihr noch einmal alle positiven sowie verbesserungswürdigen oder negativen Eigenschaften sehen, die ich gefunden habe. Bei den negativen bzw. positiven Eigenschaften ist immer das persönliche Empfinden abzuwägen, da jeder andere Dinge als wichtig oder unwichtig erachtet, je nachdem auch, wo der Drucker später eingesetzt werden soll. Also ob ihr den in der Wohnung, im Wohnzimmer erstellen wollt oder den irgendwo im Keller oder in die Garage stellt.